Der Onkel-Hermann-Laden in Schmidt-Lothheim, direkt an der Landstraße Schmidt-Lothheim nach Alten-Lothheim gelegen, ist eine kleine Perle in den Dorfläden. Man kann draußen sitzen, es gibt alles, was das Herz begehrt quasi. In anderen Dingen muss man halt ein bisschen suchen, aber es gibt hier zum Beispiel eine Eistheke und natürlich auch Blumen und Zubehör vor der Tür. Frische Backwaren gibt es aus Frankenau von der Bäckerei Öl. Und ansonsten bietet der Onkel Hermann Laden im Prinzip das, was man von einem Dorfladen erwartet. Was man immer ein bisschen mitbringen muss, ist Zeit. Warum? Weil ein Dorfladen eben auch mehr ist als nur eine Lebensmittelnahversorgung. Er ist Treffpunkt. Man kann miteinander reden, man trifft Freunde, Bekannte oder schließt neue Bekanntschaften. Also, in einem Dorfladen gibt es eben mehr als nur Obst und Gemüse. Das Besondere am Onkel-Hermann-Laden ist, dass es eine Frischfleischtheke gibt, wo man sich mit allerlei Leckereien und köstlichen Salaten, hergestellt von Ina Yeldin, versorgen kann. Was muss ich machen? Ist das alles eins? Ne, das ist echt schon anders, ne? Die anderen. Ja, die sind dicker, schwerer im Schweineladen. Das sind die Seiten. Ich habe lieber die. Mhm. Okay. Und dann noch zwei Scheiben Kochschinken. Mhm. Was darf sein? Hallo. Belegte Brötchen, ein kleiner Snack, etwas zu trinken. Gerade vormittags und am Mittwoch wird gerne im Onkel-Hermann-Laden eingekauft. Ja, Viktor Yeldin, Onkel-Hermann-Laden. Ja. Wie lange gibt es euch eigentlich schon? Über 3 Jahre. Das vierte Jahr hat jetzt angefangen. Das Besondere an unserem kleinen Dorfladen hier ist ja... Ich würde sagen, die Fleischtheke. Die Fleischtheke, genau. Und das Besondere an der Fleischtheke ist wieder regional. Ne? Regional und vieles hausgemacht. Fersenfleisch aus Alten-Lothheim, Schweine kommen aus der Region, geschlachtet wird in der Nähe. So nah wie möglich, das ist Warburg bei uns halt, ne? Seitdem in Arolsen so ist. Kurze Wege. Ja. Und Spezialität ist natürlich auch so ein bisschen hier die Salate deiner Frau. Ja. Okay, ja, danke. Dazu kommt Fleisch aus heimischen Wäldern, über die Jagd manchmal. Ja, das stimmt. Das machen wir auch immer mehr. Und man kann natürlich hier bei euch auch Catering bestellen. Für Festivitäten, dazu Getränke. Das machen wir auch am Wochenende, genau, ja. Ja, auf Getränke auf Kommission und Zapfanlage können wir mittlerweile vermieten und Bestellungen. Ganz kurz? Ja. Das Schöne am Dorfladen ist ja, man bekommt zwar nicht alles, aber man bekommt Zeit. Ja. Immer ein bisschen schwätzen und immer die Leute treffen. Ja. Das ist ja nun der schöne am Dorfladen. Ne? Ja. Dazu kann man sich bei dir auch draußen hinsetzen. Ja. Das Kaffee trinken, belegtes Brötchen essen. Und Eis essen geht auch. Ja, Eis aufgenommen. Also alles, was das Herz begehrt, bekommt man hier bei Viktor Yeldin und seiner Frau im Dorfladen. Und wir Hermannladen deswegen, weil der Vorvorbesitzer, der Gründer des Ladens, der Hermann Huppert war, der hier in der Region ganz bekannt war. Ne? Ja, genau. Der auch mal einem Dieb, der die Kasse plündern wollte, eine Dose an den Kopf geworfen hat und damit war die Sache erledigt. Also. Ja, das Bild hatten wir sogar irgendwo noch. Ja. Dazu gibt es natürlich Backwaren aus der Region und Lotto spielen kann man auch. Kann man auch.
Also alles, was das Herz begehrt. Genau.